Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche verpflichtet ihre Priester darauf, jeden Sonntag zu predigen, gleichsam wie Säleute den guten Samen des Evangeliums in die Herzen der Menschen hineinzustreuen. Ist die Predigt aber wirklich so wichtig, dass die Priester sie am Sonntag nur mit schwerwiegendem Grund unterlassen dürfen? Nun, liebe Brüder und Schwestern, ob die Predigt wichtig und wirksam ist, diese Frage beantworten uns am besten unsere Feinde. Was haben denn die großen totalitären Systeme, der Kommunismus, der Nationalsozialismus, der Modernismus, was haben diese totalitären Systeme, die immer auch zutiefst kirchenfeindlich waren, denn gemacht? Was haben sie denn getan, um den Einfluss der Kirche zu unterbinden, um die Macht der Kirche zu brechen? Ganz einfach, sie haben den glaubenstreuen Priestern Predigtverbot erteilt. Man hat versucht, sie mundtot zu machen, sie einzukerkern oder des Landes zu verweisen. Und das nicht erst im 20. Jahrhundert, sondern bereits ganz zu Beginn hat man das so gemacht, in der Zeit der Apostel. Als Petrus und Johannes in Jerusalem das Evangelium von der Auferstehung Jesu Christi verkündigten, da wurde ihnen von den Vorstehern des Volkes ein Predigtverbot erteilt, worauf Petrus ihnen die herrliche Antwort gibt. Freunde, hört mir mal gut zu. Ihr könnt mit uns tun und lassen, was ihr wollt. Aber wir können unmöglich von dem schweigen, was wir gesehen und gehört haben. Und Paulus, der große Völkerapostel, schreibt in einem seiner Briefe: Ein Zwang liegt auf mir, das Evangelium zu verkünden. Wehe, wenn ich es nicht tue. Die Predigt scheint also tatsächlich wichtig und wirksam zu sein, wenn die Feinde der Kirche immer wieder versucht haben und nach wie vor versuchen, sie zu unterbinden. Warum aber, liebe Brüder und Schwestern, wird's gepredigt? Welchen Sinn hat die Predigt? Nun, zunächst einmal wird's gepredigt, weil die Kirche diesen Auftrag von Christus selbst bekommen hat. Geht hinaus in alle Welt und verkündet aller Kreatur das Evangelium. Lehret alle Völker genau das, was ich euch anvertraut habe. Der Glaube, er kommt vom Hören. Wo das Evangelium nicht verkündet wird, wo es nicht gepredigt wird, wo der Same des Evangeliums nicht hinausgeworfen wird, gleichsam in die Herzen der Menschen, da kommt es auch nicht zum Glauben. Die Kirche hat den Auftrag, den guten Samen des Evangeliums wie ein treuer Sämann auszuwerfen, ungeachtet der Frucht, die daraus erwächst. Die Predigt hat die Aufgabe, die Menschen zu belehren. Christus hat damit begonnen, seine Kirche führt diese Tätigkeit weiter. Oder sagen wir es genauer, Christus selbst führt seine Lehrtätigkeit, die er vor 2000 Jahren begonnen hat, nun in und durch seine Kirche, in und durch die Bischöfe und Priester in ihr weiter. Wer euch hört, der hört mich, so sagt Christus zu seinen Aposteln. Die Kirche darf die Wahrheit nicht verbergen, sie darf sie nicht unter den Scheffel stellen, sondern sie muss sie auf den Leuchter stellen, damit sie allen leuchte, die im Hause sind. Mit anderen Worten, die Kirche muss die Wahrheit verkündigen, das heißt predigen, sei es gelegen oder ungelegen, ohne falsche Kompromisse einzugehen. Außerdem, liebe Brüder und Schwestern, muss die Heilige Schrift, muss das Evangelium ausgelegt werden. Die Heilige Schrift legt sich nicht selbst aus. Die Auslegung geschieht aber vor allem in und durch die Predigt. Jedenfalls bei den Predigten, die sich am Lehramt der katholischen Kirche orientieren. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, wie dem Apostel Philippus einmal ein Diener der Königin von Äthiopien begegnete. Dieser war ein Heide, aber ein frommer, ein ehrlich nach der Wahrheit suchender Heide. Er saß vorne auf seinem Kutschbock und er las in der Heiligen Schrift, im Propheten Isaias. Da fragte ihn Philippus: Sag mal, verstehst du denn überhaupt, was du da liest?
Worauf ihm der Diener antwortete: Wie soll ich denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Da setzte sich Philippus zu ihm und verkündigte, das heißt predigte ihm das Evangelium. Und als er damit fertig war, sagte der Diener zu ihm: Philippus, was hindert mich denn jetzt noch daran, getauft zu werden? Und er hielt die Kutsche an und Philippus taufte ihn. Die Frucht der Predigt war die Taufe. Wir sehen also, liebe Brüder und Schwestern, nicht allein das Lesen im Evangelium genügt. Das Evangelium muss darüber hinaus verkündet, es muss gepredigt werden, damit der ehrlich suchende Mensch, und nur um den geht es, damit der ehrlich suchende Mensch inmitten einer Welt von Irrtum und Lüge Licht und Orientierung erhalte, damit wir wissen, was Gott über Leben und Sterben denkt, über Zeit und Ewigkeit, über Leid und Unglück, über Schuld und Sünde, über Himmel und Hölle. Damit der Mensch, der guten Willens ist, weiß, was die Wahrheit ist, dass er sie ergreifen kann und darin stark, frei und heil werden kann. Die Predigt ist notwendig, damit wir wissen, was wir tun und lassen müssen in unserem kurzen irdischen Leben, um einmal in den Himmel zu kommen. Und noch ein zweiter Punkt, warum gepredigt werden muss. Es muss gepredigt werden, liebe Brüder und Schwestern, weil wir vergesslich sind. Vor allem, wenn es um das einzig Notwendige geht. Die Predigt hat die Aufgabe, uns immer wieder an die großen Verheißungen und an die großen Forderungen Gottes zu erinnern, damit es für uns leichter wird, den Willen Gottes zu erfüllen, damit wir nicht müde werden, den Weg, den wir beschritten haben, weiterzugehen. Jener Weg, an dessen Ende wir einmal die Stimme Gottes zu hören erhoffen. Du guter und getreuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Das ist das große Ziel eines jeden gläubigen Christen. Die Predigt hat die Aufgabe, uns hindurchzuführen, hindurchzuretten durch die Fluten der täglichen Anfechtungen. Sie hat die Aufgabe, ein Gegengewicht zu schaffen gegenüber allem, was uns versucht zu verwirren und hinabzuziehen. Die Predigt hat die Aufgabe, uns vor Irrwegen und Abwegen zu bewahren, uns auf den schmalen Pfad zu halten, uns zu helfen, durch die enge Pforte zu kommen, die in den Himmel führt. Und dabei lebt die Predigt von der Wiederholung. Die Wiederholung, liebe Brüder und Schwestern, will aber nicht Langeweile, sondern Treue und Beharrlichkeit in unseren Herzen bewirken. Treue und Beharrlichkeit. Wie wichtig die Wiederholungen sind, um Überzeugungen zu schaffen, tiefe, feste Überzeugungen, nach denen man denkt, redet und handelt, das weiß übrigens auch der Teufel. Er gibt sich ja auch nicht damit zufrieden, den Menschen nur ein einziges Mal zu sagen, dass sie nicht von Gott, sondern vom Affen abstammen. Es genügt ihm nicht, uns nur ein einziges Mal zu sagen, dass mit dem Tod alles aus ist und dass folglich der Sinn des Lebens in Sinnlichkeit, Macht und Besitz liegt. Es genügt ihm nicht, uns nur ein einziges Mal zu sagen, dass uns alle Religionen zu Gott führen können. Es genügt ihm nicht, uns einzutrichtern, dass die Gesundheit des Leibes wichtiger ist als das Heil unserer Seele. Mit anderen Worten, der Teufel will die Seelen ganz und gar Gott vergessend machen, sie ganz und gar in dieser Welt aufgehen lassen. Und er sucht die Seelen, wo er den Samen des Evangeliums ausreißen kann, damit nichts wachsen kann. Nein, immer und immer wieder wiederholen seine Diener diese Lügen von der Wiege bis zur Bahre, damit die Herzen der Menschen davon ganz durchdrungen werden, bis sie selbst am größten Unsinn keinen Zweifel mehr hegen. Dass die Massenmedien, liebe Brüder und Schwestern, eines seiner beliebtesten Mittel sind, um die Menschen auf den breiten Weg, der ins Verderben führt, zu bringen und darauf zu halten, ist offensichtlich. Selbst unter Christen scheint es ja keine Seltenheit zu sein, abends stundenlang vorm Fernsehen zu liegen, aber keine Zeit zu haben, den Rosenkranz zu beten. Man geht vielleicht jeden Sonntag zur Messe, aber unter der Woche denkt man wie ein Heide, redet wie ein Heide, lebt wie ein Heide
Und wenn man das treu durchhält, stirbt man wie ein Heide, als getaufter Christ. Es kann nichts Furchtbareres geben. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist die Frucht der Predigt des Fürsten dieser Welt. Aber Gott sei Dank weiß nicht nur der Teufel, wie wichtig die beharrliche Predigt ist, sondern Gott sei Dank weiß es auch Christus und seine Kirche, wie wichtig die Predigt ist, die vor allem auch von der ständigen Wiederholung lebt. Und auch darum verpflichtet die Kirche ihre Priester zur sonntäglichen Predigt, die ein Heilmittel wider unsere Vergesslichkeit sein soll, die uns immer und immer wieder sagt, dass wir uns freuen dürfen an der unwandelbaren Treue Gottes, dass wir immer und immer wieder neue Hoffnung schöpfen dürfen aus seinen wunderbaren Verheißungen, dass wir stark werden in Sorge und Leid, dass wir mutig und unbeirrt voranschreiten auf dem Weg in den Himmel, dass wir ohne Unterlass beten sollen, den falschen Lockungen dieser Welt fliehen und unsere Sünden bereuen sollen und dass wir niemals vergessen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führen wird. Und das ist der letzte, der tiefste Sinn der Predigt, uns immer mehr herauszulösen aus dieser vergänglichen Welt, um uns immer mehr hineinzuheben und hineinzubergen in den ewigen, treuen Gott, dem Einzigen, für den es sich wirklich zu leben und zu sterben lohnt. Mögen die sonntäglichen Predigten auf dem ganzen katholischen Erdkreis in den Herzen der Menschen immer wieder neue Frucht bringen, 30, 60, ja, hundertfach. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.